Gut. Was nimmt man auf Eich? Ich glaube, ich weiß, was man auf Antwort mitnimmt. Ich hab's Ich habe übrigens noch nie grundsätzlich die neue Idee. Akali gespielt. Und die alte Akali habe ich schon auf Tank gespielt. Ja, also du machst Ulti, Basic Attack, Ulti und der Gegner ist tot. Das Okay, ist das danke. Prinzip hinter Akali. Alter, wenn das so gute Tipps in dem YouTube-Team, dann guckt das bestimmt jeder. Ja, natürlich. Bestimmt. Was hast du denn gedacht? Ich bin heute wilder Udyr. Bist du wirklich so wild? Born to be wild. Nice. Alles klar. 3 gegen 3. Weißt du, das ist der Unterschied, ne? Im 3 gegen 3 haben die Leute nicht mal Skins, weil die so casual LOL spielen, dass die wahrscheinlich noch nicht mal Level 30 sind. Oh, Doch. ne mein, wie guck dir das an, ey, was die für Levelzahlen haben. Alter, was für Die haben aber Tryhards. keine Punkte alle. Wir haben hier eine Kamine mit einem satten 0 Punkten. Ach, schön. Also, du hast 10.000 Punkte mit Aatrox. Nee, habe ich nicht. Ich habe 10.000 Punkte mit dem alten Aatrox. Mit dem, der noch mit Basic Attack Schaden gemacht hat. Ja, gut. Was sind Basic Attacks? Das finde ich im Übrigen total Bullshit. Ich finde, sie sollten dir alle Punkte nehmen, wenn der Gem reworked wird. Ich meine, für die Mains ist das ein bisschen mies, aber ist es irgendwie. Ich meine, gerade bei Aatrox haben sie halt einen komplett neuen Gem draus gemacht. Ich Das meine, das stimmt. Ich finde. Prinzip ist ähnlich. Also theoretisch kannst du den danach weiterspielen und hast gleiche Nische. Aber das. Also wenn ich gut Basic attacken kann, weißt du, nur wenn ich gut mit Runde mehr bin, heißt halt nicht, dass ich mit Aatrox gut bin. Das beim alten Aatrox war das anders. Ich finde, die sollten die Punkte rückläufig bis Season 1 verteilen. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht ganz. Bist du dir sicher? Ja, dann hast du da irgendwie Prozentualmatte und dann gibt es da manche Leute, da wird dann irgendwie erschlossen, ah, der hat jetzt sporadisch viel gespielt, deswegen stellen wir fest, dass er auf den Zeitpunkt zwischen dem Einführen vom Punktesystem und Season 1 ja 3 Millionen Punkte haben müsste. Und dann hast du auf einmal Leute, die mit 6 Millionen Punkte rumrennen. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Ja, schon. Ja, schon. Ich bin überzeugt. Okay, haben die einen Jungler? Nein, haben die nicht. Die haben einen ADC und einen Support. Und ich darf auf die Lane mit denen. Ja gut, ich bin ein Fan. Ich glaube, sie machen das Ist besser als Double du. Lane on top oder Bot? Ich weiß das echt nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich nehme es mal an, dass Spotlane ist. Ich bin. Ja, es ist Spotlane. Du Wie fängst immer. jetzt. Bei welcher Kreatur fange ich am besten an zu junglen? Gar keiner. Hier, Wölfe. Echt? Ja. Alter Philipp, bist du 3 gegen 3 Profi? Was hast du gerade Nee, ich geraten? weiß das einfach noch, dass die Wölfe eigentlich Danach? am schlechtesten sind. Jesus Christ, könnt ihr aufhören, Skillshots nach mir zu werfen? Ich bin noch nicht. Glenn hat nicht mal angefangen. Ich fand euch bitte. Oh lol, die Kühe kostet aber sehr viel Mana. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Kann ich verstehen. Also ich bin dafür, dass du ein paar Camps machst und dann Bot encampst. Kann ich machen. Gut, dass meine neue Passive OP ist. Kann ich wenigstens Last Hit. Und Eigentlich nicht sollte ich unsupplieren. Akali Main werden. Ich bin nicht hier, um Freunde zu machen. Au. Die Queen ist weg, by the way. Ne, die ist noch hier. Was ist denn? Bist du bereit für ein Gank? Ja, total. Ich meine, du musst rein theoretisch hast du die ganze Zeit Level Ja, Vorteil. easy Flash, ne? Ja. Es wäre halt gut gewesen, wenn ich da jetzt Level 3 gewesen wäre. Sehe ich Das ein. stimmt. Hätte ich einen W auf sie schicken können. Alter, ist das kein Sinn.
Wir sind einfach zwei dumme Faggots, die nichts Besseres zu tun haben, außer Minions zu basic attacken und immer wieder einen Skillshot einfach in meine Richtung zu werfen. Ach, mach die Bitch ins Slow. Das macht mich unglücklich. Nein! Oh lol. Was passiert hier? Wo ist unser Aprox? Du, ich krieg einfach mal Minions für den Moment, ja? Entspannen wir uns mal alle. Was hast du das überlebt? Ja klar, ich bin pro Udyr. Ich mach nichts anderes in meinem Leben als da Udyr spielen. Weißt du, und ich verliere 1 gegen 1 gegen die Nullpunkte Kamel. Wieso er ihn daneben geschossen hat. Das ist schon traurig. Und 2 Farm hat. Wieso hab ich den meisten Farm? Warum hat die Quinn 2 Farm? Was passiert? What the fuck? Ich stelle mir jetzt Zustand Twisted Tweet ein. Oh mein Gott, ey, was sind hier für Leute unterwegs? Du hast doch die Level gesehen. Kannst du Level 100 in LOL sein und einfach nicht verstehen, dass du Geld von Minions bekommst? Ich finde das gerade ein bisschen heftig. Ach so, macht man eine Combo. Okay, gut. Ne, du musst gar nicht Combo, dein Champ ist so schon OP. Kein unnötiger Stress da oben. Oh, das Stream Team ist wieder zusammen. Ich bin gerade deep im Jungle. Mhm, das ist jetzt voll viel. Ja, du auch allein Jungle. Guck dir diese Turm Faggots an, Alter. Oh Leute, ich hab meine Q gemisst. Oh, ich glaube, ich sterbe. Ich bin tot. Ja, so Udyr Main, ne? Die wollen gegankt werden. Ich komme. Stower Push und die Quinn hat auch gerade ihre B raus. Tage. Okay, ich bin auf dem Weg. Udyr Main ist am Start und alle hopp. Jo, good job. Ich kann eine Tower diven. Ich aber. Dann geh ich mal back, ich hab noch kein Item gekauft bis jetzt. Oh, das ist doch schön. Stimmt ja, du kannst eigentlich alles mitnehmen, was die haben am Jungle, ne? Nö. Weil du ja einfach kein Gegner hast. Ich bin alleine, einsam und verlassen. So wie ich. Nein, oh mein Gott, ich hab einen Minion gemisst. Du hast nicht nur einen Minion gemisst. Zwei, ich hab 2 Minions gemisst. Darf er das? Nein. Du kannst mich dafür gerne reporten. Das mach ich sowieso. Nach jedem Game reportest du mich oder was? Yeah. Das ist der klassische Kirche Shard Rush, ladies and gentlemen. Wer kennt ihn nicht? Also mein Jungle läuft gut irgendwie. Ich komme. Ja, ich bin auch da. Jawoll! Nice. Ja, GG. Easy. Warum rasieren wir so? Na, weil wir Team sind. Wir spielen hier im untersten Niveau. Die Leute spielen 3 gegen 3. Und ich bin wieder der einzigste mit Tode. Das finde ich gut. Das ist doch Standard. Ich bleib wenigstens mal Motto treu. Man muss ja seine Quote aufrechterhalten. Unser Team nur ein Tod hat. Das ja, man muss seinem Motto treu bleiben. Ich habe gerade versucht, den Busch zu warden. Das ist eine scheiß Map. Ich weiß. Hui! Zwei Zumenten. Ich will Toplane gängen, aber die traut sich nicht vom Turm weg. Doch.
Also ich opfer jetzt meinen Tower, aber ich habe 2000 Gold und ich sehe das nicht ein, dass ich nie weggehen darf. Okay, ich komme einfach ganken. Die können mich nicht stoppen. Nice, die hat nichts getroffen. Doch, hat sie. Oh lol. Die hat halt wirklich alles verkackt und hat mich trotzdem getötet. Immer das Fieden. Schrecklich. Du kennst mich doch. Als ob ich jemals etwas anderes mache. Warum move die gerade Toplane? Du bist legit gerade gestorben. Ich will den Altar einnehmen. Ich will. Aber warum denn zu dritt? Sind die irgendwie. Haben die irgendeine mentale Störung oder was? Ich muss noch Kün töten oder ist das. Soll ich wieder ein Botgang raushauen? Wir können auch zu zweit botten gehen, also. Okay, warte, ich mach die Gollums hier. Gollums? Was sind das sonst für Kreaturen? Die heißt einfach nur Golem. Ich komm von vorne, du kommst von hinten. So wie immer. Ola. Jawohl. Nice. So, jetzt habe ich einmal nur Ultimate Hunter Stacks. Der Flash war worth. Jawohl. Mein Motto. Warum sehen wir die Olle? Nein. Au. Ich komme Bot. Ich bin auch auf dem Weg nach Botlane. Scheiße. Ich bin auf dem Weg nach Camille. Ich habe Camille getötet. Ich bin auf dem Weg nach Synetra. Oh. Warte mal, wir sind schon wieder geaced. Der ist einfach voll drauf. Alter, wir sind halt die besten Spieler. Ich stehe 7-0, Alter, was ist denn hier los? Ich sollte einfach LCS 3 gegen 3 spielen. Ich möchte nochmal angemerkt haben, dass das vielleicht nicht an uns liegt, sondern eher an dem. Hä? Bist du sicher? Jetzt red uns mal nicht schlecht. Au. Ich habe hier mein ganzes Leben gespart, nur um die Gegner zu töten. Na, guck dir das an, das liegt definitiv an denen. Ich habe die nur gebaitet. Guck mal, jetzt kommt die nächste hier rein. Die hat keine Ulti, ich weiß gar nicht, was die hier will. Dich töten. Guck dir das an! Soll ich den Kobold töten? Gott, das will ich. Warum spielen wir sowas? Ich weiß es nicht. Warum lasse ich mich für sowas überreden? Weil es Spaß macht. Macht's dir keinen Spaß? Nee. Naja, ich meine, wir stompen die gerade in Grund und Boden. Ja, ich find's amüsant. Ich meine, das Schlimmste daran ist, ich spiele hier gerade einen Champ, den ich eigentlich nie spiele. Das ist. Yeah. Ich auch nicht. Warum bin ich trotzdem in der 1v2-Lane gegen zwei Oppressive Laner? Wieso bin ich im Farm vorne, in Kills vorne, in Deaths, in Assists, immer, überall? Was ist da los? Ich glaube, das muss an deinem Jungler liegen. Was ist mit diesen Leuten falsch? Camille, 1v1v. Achso, die kommen gleich beide hoch wahrscheinlich. Who cares? Ich stelle mich halt schon zum fünften Mal. Das ist mir ja gewöhnt. Nee, die sind einfach zu hoch, um da hoch zu gehen. Ah, Quinn hat's geschafft. Ich bin unsichtbar. Hehehehe. Easy. Schade. Nimmt halt nicht. Legendär. Ja, 901 kann man schon mal machen. Ha! Killstil. I couldn't kill us really. Mir geht's einfach nur darum, hier gerade rauszukommen. Wirklich so schlimm?
Ich meine, das ist auch der Grund, warum ich keinen Smurf hab, weil wenn ich gegen Leute spiele. Ja, wenn du guckst dir die Level an, wir sind nicht. Ja, aber sorry, wir spielen hier nicht gegen normale LOL-Spieler, wir spielen hier offensichtlich gegen Leute, die wahrscheinlich Dominion gemaint haben. Hey, Dominion war auch ein nicer Spiel gespielt. Immer wenn ich nur 10 Minuten Zeit hatte, so habe ich ein Dominion gespielt. Und gegen 5 Bots gespielt. Nee. Doch, man spielt automatisch gegen Bots. Weißt du, der Fakt, dass die überhaupt hier einen Vision Score reingemacht haben, beweist auch nur, dass Riot Copy and Paste codet. Ja. Ich meine, Jesus Christ, wieso sollst du denn einen Vision Score machen in einer Map, in der es nicht mal Wards gibt? Weil du es kannst. Stellen die sich das vor? Oh lol. Oh lol. Ich mache ein Jungle Camp. Ich komm zu euch. Macht ihr jetzt ohne mich? Ja. Natürlich. Oh, da ist ein Minion dazwischen gegangen. Nice Ult. Weißt du, das meine ich. Ich meine, was war das gerade? Ich habe auch komplett misplayed und trotzdem ist es so gut verlaufen. Wie kam die jetzt darauf, dass das eine gute Idee ist, mich zu ulten? Au. 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 Das war jetzt gemein. Das war jetzt ein Killstil. Anzeige des Maus. Sorry, dass meine Passive Basic Attack irgendwie viel an Schaden an ihm macht. Das ist my bad. Ich will Spider-Man machen. Ich meine, ich will nur angemerkt haben, dass ich irgendwie 5-mal so viel Farm habe wie meine Lane Opponents, aber. Nur mal so als. Ja. Nein, deine Lane-Opponenten zusammen mehr Farmer als ich. Und das du bist auch gerade am Feed, du bist fucking 5-mal gestorben. 4-mal. Weiß nicht, wie du das gemacht hast. An was bist du gestorben? Also 4-mal bin ich durchs Innen gestorben und einmal durch Tower Innen. Also ich bin auf jeden Fall ich. Also, und das wird 4-mal so klein. Das ist eine Spinne, du Idiot. Jetzt pushen wir dir ein. Oh nein. Weißt du, genau das ist das, was ich meine. Warum engagen die auf mich? Warum denken sie können mich töten? Doch, auf welcher Basis argumentieren die da? Was für Argumentationen? Wer muss schon argumentieren? Ende. Ja, was ist das für eine Sprache? Au. Was soll ein Ende sein? Na, ein Ente und Ende. Beendet die Ente. Ich wollte ein Troll-Lifestyle-Bild machen, aber ich bin halt noch nicht mal dazu gekommen. Er musste mehr Kills machen. Ich hab jetzt mein erstes Ceiling-Item und das ist legit auf meinem Champ, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir können ja noch eine Runde Cash spielen. Au. Voll gemein. Ich meine, unser fiedender Toplaner kriegt das gerade hin, One We Choose zu machen. Ich weiß, was ich davon machen soll. Was, ich geh jetzt einfach hin und Basic Attack das Ding? Das ist mir jetzt sowas von egal. Mal gucken, was ihr dagegen tut. Ja, gute Uldi. Auf geht er. Bring dich um. Komm, ich lass noch das GG da. Ich meine, was ist das? Ich hab gerade legit Rechtsklick auf den Nexus gemacht und wir haben gewonnen. Was ist das? Ich glaube, es lag einfach an meinen Jungle-Talenten. Ja, du bist ein bester Jungle. Ich bin fertig mit dem Leben. Noch eine Runde? Sven, ich geb dir Great Shot Calling, also ich muss sagen, deine Gangs waren echt erste Sahne. Danke. Ich kann damit lang. Missionen abschließen? Ja. Alles klar, ey. Nächste Runde.